Vor dem großen Derby gibt's auch ein kleines Derby in Berlin. Hertha BSC 2 empfängt den SV Lichtenberg am 14. Spieltag der Regionalliga. Lichtenberg konnte ja am letzten Spieltag überraschend den Tabellenzweiten Eidlinike bezwingen. Nun kommt der Tabellenführer. Schaffen sie die erneute Sensation? Auf jeden Fall müssen sie dabei an Peter Pekarek vorbei, der Bundesliga-Profi heute bei der zweiten Zugast. Die erste Chance gab's für Lichtenberg in Schwarz von rechts nach links mit Thomas Brechler. Und die Mannschaft von Uwe Lehmann machte in der ersten Viertelstunde eine richtig gute Figur. Einsiedel. Jetzt mal mit der Konterchance im Zusammenspiel mit Kulecki. Einsiedel setzt sich gegen Gamkam durch. Und gegen Pekarek. Philipp Einsiedel macht das 1:0. Hervorragend gemacht von Philipp Einsiedel. Dieser Mann ist einfach nicht aufzuhalten. Philipp Einsiedel mit viel Präzision und viel Tempo im Angriff. Sein zweites Saisontor für Lichtenberg. Und Hertha versucht zu antworten nach einer guten halben Stunde. Das ist der lange Ball für Daishorn Redan. Redan! Rechts am Tor vorbei. Der Mann hat diesen Sommer 2,7 Millionen gekostet. Kam von der U23 von Chelsea. Doch von Zahlen lassen sich die Lichtenberger so gar nicht beeindrucken. Christian Garve versucht es einfach mal aus der Distanz. Herrliche Schusstechnik, aber Dennis Marsch riecht es und kommt noch mit den Fingerspitzen dran. Den Ball noch an die Latte gelenkt. Es ist inzwischen ein geiles Fußballspiel geworden. Einsiedel auf Bobby Reiniger. Und er macht das 2:0 nach 35 Minuten. Uwe Lehmann hatte den eigentlichen Innenverteidiger ins Mittelfeld gestellt. Und dass das zieht, das sagt er ihm auch nochmal persönlich. Herrliches Tor, herrliche Idee von Uwe Lehmann. Die Atmosphäre inzwischen absolut überwältigend bei den 595 Zuschauern. Es kommt noch einmal Hertha vor der Pause mit Samardzic. Gamkam kommt ran, trifft aber nur den Pfosten. Glück für Lichtenberg kurz vor der Pause. In der Pause kommt übrigens Luca Naumann für Sebastian Reiniger in die Partie. Der 19-Jährige hat jahrelang für Hertha in der Jugend gespielt und nun darf er zum ersten Mal gegen die alte Liebe ran. Und sofort ist er drin in den Zweikämpfen. Naumann schnappt sich die Kugel. Fiegen auf Garve und der macht es ganz schnell. Wieder Einsiedel über links. Philipp Einsiedel erneut brillant und er macht das 3:0. Und wir sehen es, auch Luca Naumann kommt zu ihm. Philipp Einsiedel spiegelt sein Tor aus der ersten Halbzeit nur auf die andere Seite. Ganz stark gemacht. Und auf einmal führt der Außenseiter mit 3:0. Das hätte sich niemand vorher ausdenken können. Aber ist der Deckel wirklich schon drauf in dieser Partie? Schon wieder Naumann am Ball, verschätzt sich aber diesmal. Und Muhammed Kibrit macht das 1:3. Der beste Torschütze bei der Hertha trifft, nachdem er eingewechselt wurde, auch zur Halbzeit. Muhammed Kibrit macht das 1:3 und lässt den Fuß in der Tür für Hertha BSC. Nur eine Minute später, Hertha hat jetzt Schwung mitgenommen. Die Mannschaft von Zecke Neuendorf, diesmal über rechts mit Ngankam. Das ist aber zu wenig, das ist zu eigensinnig von dem zweitbesten Torschützen bei der Hertha. Jessik Ngankam hat schon 9 Treffer in dieser Saison erzielt. Und hier ist er gleich wieder. Jessik Ngankam! Aber Wollert ist da und hält, was er halten kann. Eine klasse Leistung vom Lichtenberger Rückhalt. Die Blau-Weißen nun endgültig angekommen in diesem Fußballspektakel. Ngankam auf Maurice Jovic! Der Sohn von Ante Jovic hat hier die Riesenchance auf 2:3 zu erhöhen. Aber so geht das nicht mit Niklas Wollert. Dafür ist der Mann einfach zu gut in Form. Wieder die Hertha und das ist ganz fein gemacht. Kibrit! Wie kann er den denn noch vorbeilenken? Muhammed Kibrit, das war so stark gemacht, aber eben nicht vollendet. Lichtenberg kommt jetzt mal wieder. Die warten inzwischen auf Konter. Naumann mit dem nächsten guten Pass auf Einsiedel. Der ist immer noch emsig unterwegs. Einsiedel, diesmal ist's Marsch dazwischen. Das Spiel springt von Höhepunkt zu Höhepunkt. Es ist wirklich unfassbar, was alles in so kurzer Zeit passiert. Hollwitz verschätzt sich hier. Und die Hertha sofort dabei. Mit Paul Dardai.
Aber auch ihm glückt es heute nicht, der Sohn vom ehemaligen Trainer mit der nächsten Chance. Dann gibt's einen Eckball für Hertha. 78 Minuten gespielt. Und dann ist er mal richtig gut gemacht und Kibrit kommt noch dran. Das 2:3 für Hertha. Das Spiel wird auf einmal nochmal richtig spannend. Der Ausgang inzwischen absolut ungewiss. Kann die Mannschaft von Uwe Lehmann darauf noch einmal antworten oder sind die Kräfte am Ende? Abiol mit dem langen Ball auf Garve. Abiol schaut inzwischen nur noch zu, wartet. Was macht Christian Garve? Der macht ihn rein zum 4:2. Das gibt es doch nicht. Jetzt haben sie es geschafft. Lichtenberg wird dieses Spiel sicher gewinnen. Es bleiben nur noch 6 Minuten für Hertha und Christian Garve macht so ziemlich den Deckel drauf. Christian Garve übrigens sein 4. Saisontor. Damit ist er bester Torschütze bei den Lichtenbergern. Die jetzt nochmal kommen mit Olo, Ricciolo. Nochmal. Wenn der getroffen hätte, dann wäre heute echt alles dabei gewesen. So ist es ein Fußballspiel der Extraklasse mit so vielen Emotionen. Und nochmal wird's gefährlich. Kibrit steht aber klar im Abseits. Es bleibt beim 2:4. Die Torhymne ist tatsächlich schon angesprungen. Es wäre tatsächlich noch einmal richtig eng geworden für Lichtenberg. Aber so bleibt es dabei. Lichtenberg gewinnt das kleine Berliner Derby gegen Hertha BSC 2. Eine Überraschung, die in der Regionalliga seinesgleichen sucht. Und damit stoßen die Ostberliner Hertha tatsächlich vom Thron der Regionalliga nur noch Platz 2, jetzt hinter Altklinike. Lichtenberg landet vorerst auf Tabellenplatz 9.